Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch großer Fan von historischen Flugzeugen sind. Und damit meine ich nicht die, was weiß ich, 34 Jahre alte weiß lackierte Boeing 737 irgendeiner dubiosen Charter-Airline, mit der ihr womöglich im Sommer 2018 in den Urlaub geflogen seid, sondern so wirklich historische Flugzeuge. Also Flugzeuge, die eine sehr lange, sehr beeindruckende Geschichte zu erzählen haben, die man sich auch gerne anhört. Und glücklicherweise gibt es im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und vor allem aber auch in der Schweiz, einige solcher Flugzeuge, die so eine Geschichte zu erzählen haben, einige fliegende Legenden, die da am Leben gehalten werden. Das wohl Beste daran, man kann diese Flugzeuge meistens auch immer wieder selbst erleben, denn extrem aufwendig werden diese Flugzeuge jedes Jahr immer wieder flugfähig gehalten, sodass sie dann mit zahlenden Passagieren auf Rundflüge geschickt werden können. Das klingt schon mal gar nicht schlecht. Das ist aber nur schön, wenn es funktioniert. Und die Lage ist zum aktuellen Zeitpunkt alles andere als schön. Darüber unterhalten wir uns jetzt mal ein bisschen und wir sprechen über die wohl bekannteste Junkers Ju-52, die zum aktuellen Zeitpunkt noch am Himmel zu finden ist und warum Rundflüge mit der wohl bald ausfallen könnten. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und tut mir leid, dass es heute schon wieder etwas später wurde. Es wird auch schon langsam wieder dunkel, aber ich beeile mich ein bisschen. Tja, das Fliegen aus Spaß mit solchen historischen Flugzeugen, das hat im letzten Jahr doch einen ziemlich üblen Beigeschmack bekommen. Es gab dann nämlich diesen wirklich tragischen Absturz einer Junkers Ju-52 mit der Kennung Hotel Bravo Hotel Oscar Tango. Aufgrund des Absturzes mit 20 Todesopfern im August 2018 wurde diese ganze Thematik Fliegen mit historischen, wirklich alten Flugzeugen gehörig auf den Prüfstand gestellt. Und angefangen bei der Schweizer Fluggesellschaft UR, die neben der nun abgestürzten Ju-52 auch noch zwei weitere Maschinen in der Flotte hat. Erst zeigte man sich da wahnsinnig motiviert und auch die meist glücklichen Kunden, zumindest kamen da überhaupt keine negativen Stimmen auf. Also die glücklichen Kunden wollten selbstverständlich auch ihre gern gesehene Fluggesellschaft bald wieder in der Luft haben. Und es war dann tatsächlich auch zwei Wochen nach dem Absturz schon wieder so weit, dass die Fluggesellschaft UR in der Schweiz mit ihren verbliebenen beiden Ju-52 wieder fliegen gehen durfte, dann aber mit Auflagen. Beispielsweise war es den Passagieren auf den UR-Rundflügen jetzt dann nicht mehr gestattet, während des Fluges von einer Seite des Flugzeuges zur anderen zu wechseln, also den Sitzplatz zu wechseln, um womöglich von beiden Seiten gute Fotos zu bekommen. Nur mal so als Beispiel. Das war nun nicht mehr erlaubt, die Passagiere mussten sitzen bleiben und für die gesamte Zeit des Fluges auch angeschnallt sein. Aber gut, das ist verkraftbar. Ob das jetzt das sichere Fliegen vorher beeinträchtigt hatte, wenn da mal ein, zwei Leute die Seite im Flugzeug gewechselt hatten, das ist dann wieder eine andere Frage. Aber gut, es sind auf jeden Fall Auflagen, die recht leicht zu erfüllen sind. Aber dann, als die Untersuchung an dem Wrack der 1939 gebauten Hotel Oscar Tango etwas weiter vorangeschritten waren, da wurde die gesamte Thematik dann etwas weniger spaßig, denn man entdeckte kleine Risse an tragenden Teilen der Ju-52, Korrosionsschäden und altersbedingte Schwächen an dutzenden Kleinteilen am Flugzeug. Dazu flog dann noch zu allem Überfluss eine teilweise mangelhafte Wartung durch die UR bzw. durch das von UR beauftragte Wartungsunternehmen auf. Es ging da um eine Wartung, die heute schlicht und einfach nicht mehr den aktuellen EASA-Vorschriften entspricht. Gerade wenn man als Fluggesellschaft mit so unfassbar alten Passagierflugzeugen arbeitet, dann erwarten die Passagiere, dass gerade in diesem Bereich beim Thema Wartung zu 100% richtig gearbeitet wird, mit null Fehlertoleranz. Und das dürfen die auch erwarten. Nicht falsch verstehen, das muss selbstverständlich bei jeder Fluggesellschaft funktionieren und man sollte da mit dem Gedanken rangehen, dass man so gut wie möglich natürlich alle Fehler vermeiden möchte. Aber gerade wenn man als Passagier bei einem solchen Unternehmen Rundflüge mit einem über 80 Jahre teilweise alten Passagierflugzeug bucht, dann muss man sich einfach zu 100% darauf verlassen können, dass das mit der Wartung alles richtig läuft. Und auch wenn dann nachgewiesen wurde, dass die Fehler, die man da gemacht hat, nicht für den Absturz dieser Ju-52 verantwortlich waren, da wurden Fehler gemacht, die man nicht machen darf. Und deswegen entschied sich das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt dafür, den beiden verbliebenen Ju-52, der UR, jetzt die Betriebserlaubnis bzw. das Tauglichkeitszeugnis zu entziehen. Das heißt, diese Flugzeuge kommen erst einmal nicht mehr in die Luft und das bedeutet auf kurz oder lang auch das Ende der UR. Die Schweizer Fluggesellschaft möchte jetzt aber schon in wenigen Monaten wieder einen Neustart wagen. Man kann es ihnen nur wünschen, ob das wirklich so funktioniert, wie die sich das zum aktuellen Zeitpunkt noch vorstellen. Das steht allerdings dann natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber gut, so viel erst einmal dazu. Die wohl bekannteste Junkers Ju-52, die hier in Deutschland zu finden ist, das ist das Flugzeug mit der historischen Kennung Delta Alpha Quebec Uniform India.
Das ist auch eine Registrierung, die heute immer noch auf dem Flugzeug draufsteht. Aber das Flugzeug ist aufgrund der heutigen Regeln für eine solche Registrierung selbstverständlich nicht mehr ganz offiziell unter diesem Namen unterwegs. Der steht zwar drauf, aber daneben steht auch noch eine zweite Registrierung und das ist dann Delta Charlie Delta Lima Hotel. Es handelt sich bei diesem Flugzeug um eine dreimotorige Junkers Ju-52, wohl die bekannteste Ju-52, die man hier noch finden kann. Und sie gehört der Lufthansa Berlin Stiftung. Und es ist wohl unschwer zu erkennen, dass da die größte deutsche Fluggesellschaft mit drin hängt, die Lufthansa. Aber das ist nicht irgendeine Junkers Ju-52, sondern das ist ein ganz besonderes Flugzeug und dafür müssen wir ein bisschen ausholen. Von der Junkers Ju-52 wurden insgesamt über 4.800 Stück gebaut. Das ist eine ganze Menge. Entweder als wirkliche Ju-52 bei Junkers oder als Lizenzbau, dann aber auch unter anderem Namen in Spanien oder in Frankreich. Etwas relativiert wird diese ganze riesige Zahl dadurch, dass über 4.500 Maschinen von diesen knapp über 4.800 Flugzeugen, die insgesamt gebaut wurden, die wurden für militärische Zwecke gebaut. Wirklich interessant sind also die Flugzeuge, die vor dem Krieg und wirklich als Passagierflugzeug gebaut wurden und dann auch an irgendeine Fluggesellschaft ausgeliefert wurden. Und genau so war das dementsprechend auch mit dieser Junkers Ju-52 der Lufthansa Berlin Stiftung. Die Maschine kam bereits 1936 zur deutschen Lufthansa. Das ist schon einige Jahre her. Das Flugzeug wurde damals mit Schwimmern ausgestattet und als Seeflugzeug eingesetzt. Bei der deutschen Lufthansa war es dann aber nur wenige Monate im Einsatz. Dann ging es nach Norwegen und als der Krieg dann begann, kam die Maschine über Umwege, immer noch mit Schwimmern ausgestattet, als Seeflugzeug über die deutsche Luftwaffe wieder zurück zur deutschen Lufthansa. Die deutsche Fluggesellschaft setzte damals fast ausschließlich auf diesen Flugzeugtypen. Gut 75% aller Strecken der Lufthansa wurden zur damaligen Zeit mit der Junkers Ju-52 bedient. Das Flugzeug galt als sehr zuverlässig. Tja, und nach dem verlorenen Krieg blieb die Maschine dann da oben im Norden, flog eine Zeit lang für SAS, bevor man die dann irgendwann ja auch schon gut knapp 20 Jahre alte Maschine in Richtung Ecuador verkaufte. Dort sollte sie im Passagierbetrieb dann umgerüstet als Landversion eingesetzt werden und um sie dort rüber zu kriegen, baute man sie auseinander und verschiffte sie in Einzelteilen. Und nun arbeitete das Flugzeug da unten, flog immer wieder Fracht und oder Passagiere. Und das ging dann so bis 1962. Das Flugzeug war dann zu dem Zeitpunkt schon 26 Jahre alt und wurde auf einem Flugplatz nahe Quito abgestellt. Und so wie für viele andere Flugzeuge auch, war hier das erste Flugzeugleben mit knapp 26 Jahren vorbei. Und jetzt wollte diese Maschine entdeckt werden. Hat aber dann nochmal knapp 8 Jahre gedauert, bis ein Amerikaner das Flugzeug auf dem Flugplatz fand und es dann für einen Überführungsflug in die USA endlich wieder fit machte und die Junkers Ju-52 dafür Grund überholte. Nach jahrelangem Hin und Her, aufwendigen, teuren Restaurierungsarbeiten konnte das Flugzeug ab 1976 dann endlich wieder in den USA in der Luft eingesetzt werden. Zu dem Zeitpunkt dann auf Airshows und das unter dem Namen Iron Annie. Also zu diesem Zeitpunkt 1976, Mitte der 70er Jahre, war das Flugzeug schon etwas wirklich Besonderes und man kann von Glück reden, dass die Maschine überhaupt erst so weit gekommen ist. Dieses spezielle Flugzeug bekam also zum Glück schon vor über 40 Jahren ein zweites Leben und das war auch der Zeitpunkt, wo man dann von den originalen BMW 132 Flugmotoren auf Pratt & Whitney Motoren umrüstete. Also die BMW-Motoren, die gab es nicht mehr, Ersatzteile zu bekommen war schwierig, nicht unmöglich, also es gibt diese Motoren selbstverständlich noch bei anderen Junkers Ju-52, aber es war sehr teuer, da schon sehr teuer an Ersatzteile zu kommen und deswegen rüstete man einfach auf die günstigere Alternative, ein Pratt & Whitney Triebwerk um. Und nur so als kleine Info zwischendurch, mit diesen Original BMW 132 Flugmotoren sind nur noch die beiden eben schon angesprochenen Ju-52, die beiden übrig gebliebenen Ju-52, der UR aus der Schweiz unterwegs. Das sind die einzigen beiden flugfähigen Exemplare hier in Europa, die diese BMW Triebwerke noch haben. Ansonsten fliegen alle mit anderen Motoren. Aber zurück zur Iron Annie in den USA. 1984 entdeckten Lufthansa-Piloten das Flugzeug in den Vereinigten Staaten und überzeugten den damaligen Lufthansa-Vorstand, diese Maschine zurück nach Deutschland zu holen und sie als Werbeträger für die Lufthansa einzusetzen. Ganze 2 Wochen dauerte der immer wieder in kleinen Etappen durchgeführte Überführungsflug von den USA bis nach Deutschland, wo das Flugzeug dann in Hamburg bei der Lufthansa Technik extrem aufwendig erneut restauriert werden musste. Man verhalf der Maschine zu neuem Glanz und das kann man wirklich so sagen, denn die Maschine wurde wirklich wieder in einen absoluten Top-Zustand gebracht. Ab 1986 konnte diese besondere Ju-52 dann mit der historischen Kennung Delta Alpha Quebec Uniform India
und mit dem Namen Lufthansa auf dem Rumpf dann endlich wieder vernünftig fliegen gehen und vor allem konnte sie wieder als Passagierflugzeug eingesetzt werden. Damit ist die Ju-52 heute das älteste noch kommerziell genutzte Passagierflugzeug der Welt. Und das ist schon eine beeindruckende Sache. Seit 1986 fliegt die Maschine jeden Sommer mit Passagieren durch die Gegend für Rundflüge. Viele haben das gespannt verfolgt und auch da gab es schon viele Diskussionen darüber, ob das Flugzeug überhaupt nochmal fliegen wird. Viele haben das gespannt verfolgt, als die Maschine im Jahr 2016 und 2017 nicht wie gewohnt im Sommer aus der Halle geholt wurde, damit es dann für Rundflüge eingesetzt werden konnte, sondern es wurden da wirklich aufwendige Erneuerungsarbeiten an wichtigen Strukturteilen der Maschine durchgeführt. Aber umso mehr haben sich dann alle gefreut, als die Maschine dann Ende 2017 doch wieder kam. Und auch jetzt freuen sich wahrscheinlich schon wieder viele darauf, das Flugzeug endlich wieder fliegen zu sehen. Denn diese Ju-52 ist nun mal echt eine besondere Ju-52. Es ist die einzige, die zum aktuellen Zeitpunkt noch fliegen darf. Also die einzige wirkliche Ju-52, die aktuell überhaupt als Flugzeug eingesetzt werden kann. Die anderen beiden, der UR, das sind dann auch schon alle drei flugfähigen Exemplare, die es überhaupt noch auf der ganzen Welt gibt. Die anderen beiden dürfen ja zum aktuellen Zeitpunkt nicht fliegen. Und insgesamt mit den spanischen und französischen Lizenzbauten, die ich ganz am Anfang angesprochen hatte, gibt es nur noch 7 flugfähige Exemplare der Ju-52. Und das ist eine sehr überschaubare Anzahl. In der Luft gehalten wird diese spezielle Junkers Ju-52 Jahr für Jahr, man kann schon sagen, durch Spendengelder. Denn das ganze Projekt ist vor allem durch die Lufthansa finanziert. Vor allem die Lufthansa sorgt dafür, dass das Flugzeug Jahr für Jahr überhaupt erst einmal wieder fliegen kann. Und das Ganze macht man selbstverständlich hauptsächlich aus Spaß, denn wirklich Geld verdienen kann man mit einem solchen Projekt selbstverständlich nicht. Es funktioniert einfach nicht, ein über 80 Jahre altes Passagierflugzeug immer wieder in den Himmel zu schicken und dann mit Rundflügen mit knapp 10.000 Passagieren pro Jahr, was zwar eine beeindruckende Zahl ist, aber man kann damit einfach kein Geld verdienen. Das wird niemals funktionieren. Und das war wohl mit ein Grund, was die Verantwortlichen jetzt ähnlich wie auch schon bei der gescheiterten bzw. zum aktuellen Zeitpunkt auf Eis gelegten Restaurierung der Lufthansa Superstar dazu getrieben hat, dieses Projekt nun nicht mehr zu unterstützen. Das bedeutet, dass die Lufthansa dieses Projekt Junkers Ju-52 nicht mehr in dem Maße bezuschussen wird, wie sie es vorher getan haben, beziehungsweise gar kein Geld mehr in das Projekt Junkers Ju-52 investieren wird. Zumindest nicht mehr darin, das Flugzeug in der Luft zu halten. Und das führt allem Anschein nach, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sieht es so aus, dazu, dass das Flugzeug im kommerziellen Betrieb nicht mehr eingesetzt werden kann. Und das ist wirklich schade, wenn man sich nochmal vor Augen führt, dass es sich hierbei um die zum aktuellen Zeitpunkt letzte Junkers Ju-52 handelt, die letzte wirkliche Ju-52, die überhaupt noch im kommerziellen Betrieb eingesetzt werden darf. Und das ist wirklich schade, aber bevor man sich darüber aufregt, die Lufthansa muss das selbstverständlich nicht bezahlen. Die Lufthansa muss nicht Jahr für Jahr aufs Neue dafür sorgen, dass das Flugzeug immer wieder fliegen kann. Ob die Fluggesellschaft da jetzt nicht mehr mit finanziellen Mitteln unterstützen möchte, weil sie das Geld brauchen, weil ihnen das Geld wehtut, was sie da sonst für bezahlen, oder ob das einfach ein kurzfristig gedachter Schritt ist, das wissen wir nicht, das können wir nicht beurteilen. Und diese Antwort, die muss jeder für sich selbst finden. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr, sehr schade, denn die Lufthansa verliert damit selbstverständlich auch auf kurz oder lang einen wirklich interessanten und guten Werbeträger, den sie sogar laut Lufthansa Bordmagazin als Teil der eigenen Lufthansa-Flotte sehen. Und das wird dann ja wohl auf kurz oder lang nicht mehr so sein. Und das stimmt einen dann doch ein bisschen nachdenklich. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt auf eure Gedanken zu diesem Thema. Wenn ich an diese spezielle Ju-52 denke, dann habe ich da immer die Bilder vor Augen, wie die im Mai 2011 war das, zum Hafengeburtstag, zum 75. Geburtstag der Ju-52 war das, glaube ich, wie sie da mit dem Lufthansa A380 zusammen über dem Hamburger Hafen unterwegs war. Das sind schon extrem beeindruckende, sehr schöne Bilder. Und wenn die verschwinden, dadurch, dass man das Geld lieber einsparen möchte, dann ist das wirklich schade. Aber gut, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema. Schreibt gerne was in die Kommentare, freue ich mich sehr drauf. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Morgen gibt es auch, versprochen, wieder ein Video im Hellen. Ein großes Dankeschön geht heute nochmal raus an Klaus. Vielen lieben Dank für deine sehr großzügige und sehr hilfreiche Unterstützung auf meiner Patreon-Seite. Damit hilfst du mir und dem Kanal sehr. Vielen lieben Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.